Von Patrick Lee Firmer, Seite 371. Es geht um das Herauskratzen der Pupille auf Ikonen oder Fresken von alten Kirchen. Und er fragt Vasidio, von der ich dachte, dass sie die Antwort sicher wüsste, was da geschehen sei. Sie lachte nur und sagte nichts. Und so fragte ich noch einmal. Antwortete sie. Früher haben die Leute, und vielleicht heute auch noch, den Gips herausgekratzt und über den Wein oder das Essen von jemandem gestreut, von dem sie wollten, dass er sich in sie verliebt. Mädchen meistens. Das waren gar nicht die Türken. Die Türken? Wieso denn das?